Ich hoffe, ihr habt 2 Stunden mitgebracht. Yeah. Ja, oder? Okay, heute Morgen geht es darum, was will ich eigentlich? Habt ihr einen Willen? Dann hebt mal kurz die Hand hoch. Wer keinen hat, lässt sie unten. Aber ich muss euch sagen, jeder hat einen Willen. Jeder. Ihr wärt heute Morgen nicht aus dem Bett gestiegen. Ihr hättet euch nicht vielleicht ein bisschen hübsch gemacht. Ob für mich oder für andere. Ihr habt euch angezogen, gefrühstückt wahrscheinlich, Zähne geputzt, hoffe ich, und ihr sitzt hier. Ihr habt einen Willen. Und den habt ihr in Gang gesetzt heute Morgen, ob ihr wolltet, ganz freiwillig, oder andere wollten für euch, was jetzt vielleicht Kinder angeht. Da muss man manchmal mithelfen beim Wollen, aber jeder hat einen Willen, stimmt's? Ja. Ja. Die Definition von Willen ist laut Internet, ich sage jetzt nicht du, da gibt es ganz viele, aber einen habe ich mal rausgefischt. Der Wille ist die Fähigkeit des Menschen, sich für bestimmte Handlungen zu entscheiden. Nochmal, der Wille ist die Fähigkeit des Menschen, sich für bestimmte Handlungen zu entscheiden. Und wie gesagt, jeder von uns hat so einen Willen. Manchmal denkt man, boah, wo ist er denn heute? Mein Wille. Was will ich denn eigentlich? Eben, wie gesagt, was will ich denn eigentlich? Das ist die Überschrift heute. Und da entscheidet sich sehr viel in unserem Leben, um unseren Willen. Fritzchen hat auch einen Willen. Er war beim Arzt und der Arzt fragt ihn, weißt du eigentlich, wogegen ich dich heute geimpft habe? Ja, Spinner. Ja, gegen meinen Willen. Und dann gibt es noch viele andere Sprüche auch. Ein paar habe ich hier noch gesammelt, die eben über Willen reden. Da sagt zum Beispiel Benjamin Franklin, mit 20 regiert der Wille, mit 30 der Verstand, und mit 40 das Urteilsvermögen. Dann deines Willens Herr und deines Willens Knecht sollst du sein. Nein, deines Willens Herr und deines Gewissens Knecht sollst du sein. Und dann, was wir alle kennen, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Oder eben, wo ein Wille ist, sollte kein Sofa sein. Oder dann gibt es noch andere, eben der Geist war willig, aber das Fleisch ist schwach. Genau, ihr seid gute Christen, ihr kennt euch aus. Da gibt es noch andere Sprüche, und zwar, oder eine andere Version, mein ehemaliger Bibelschulleiter, der hat den dann mal gebracht. Der Geist war willig, aber das Bett war warm. Wir Menschen sind mit ganz unterschiedlichen Willen ausgestattet. Ganz unterschiedlich. Also ich meine, guckt euch mal um. Der eine trägt schwarz-weiß, der andere ganz bunt. Guckt euch mal um. Wir sehen auch völlig unterschiedlich aus. Ich trage eher kurze Haare, steht mir besser. Und meine ich, weil ich es will. Meine Frau trägt länger. Wir sind so unterschiedlich. Und eben, da gibt es auch ganz klar benannte Willen. Zum Beispiel, der eine mit fast unzerstörbaren eisernen Willen sagt, koste es, was es wolle, wir ziehen das durch. Der andere mit eher schwachem Willen mag sagen, ach, bringt doch sowieso nichts, lassen wir es doch gleich bleiben. Dann gibt es weitere mit unerschütterlichem Willen. Und die sagen dann, dem, der da glaubt, ist nichts unmöglich. Nichts unmöglich. Und dann, wer mit dem schwankenden Willen meint, vielleicht dann eher, ach, meinst du wirklich, das stimmt? Also man ist sich manchmal nicht sicher und manchmal doch sehr sicher seiner Sache. Und wie gesagt, der Wille ist sehr, sehr entscheidend.
Wir merken aber auch, dass Glaube und Wille stark miteinander zu tun haben. Wenn unser Wille mit Gottes Wille übereinstimmt, dann nennt man das eben auch Glauben. Kann man das so benennen? Würdet ihr dazu nicken? Okay. Ist okay? Wenn Gottes Willen mit unserem Willen übereinstimmt, dann nennt man das auch Glauben. Durch Glauben sind wunderbare Dinge möglich. Ja, sogar nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Und auch folgende Verheißungen Gottes gelten uns, wenn wir seinen Willen tun. Das steht ausdrücklich so in der Bibel. Zum Beispiel in Markus 3, Vers 35. Denn wer Gottes Willen tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter, sagte Jesus. Gib dich nicht mit den lächerlichen Legenden ab, mit denen sich leichtfertige Leute beschäftigen, sondern übe dich darin, dein Leben nach Gottes Willen zu führen. Das steht in Timotheus. Nur der wird leben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Wer aber hochmütig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. Das steht in Habakkuk. Wer Gottes Willen tut, ist auf dem Weg zum Leben. Ihm kann der Tod nichts anhaben. Sprüche 12, Vers 28. Und einer noch. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. In Philippa 2, Vers 13. Und der Bibelvers, ganz ehrlich, der hat mich vollends überzeugt, dass ich heute Morgen überhaupt hier stehe. Ich lag am Dienstagabend im Bett und dachte, ich soll Sonntag reden. Vergiss es doch. Das Beste wäre noch, das Vernünftigste und überhaupt, sag Schiffko auf. Sag ihm einfach, mir ist nicht danach, ich bin halb krank, ich bin mental völlig am Boden. Und das hat ja auch seine Berechtigung oder hätte gehabt. Wir waren eben auf Manfreds Beerdigung und ich muss euch ehrlich sagen, das lässt mich nie kalt. Eine Beerdigung, das macht schon was mit mir. Und einfach darüber wegzugehen, das ist nicht mein, kann ich nicht. Und wie gesagt, ich war halb krank. Ich hätte wirklich am liebsten abgesagt. Ich lag da im Bett und dachte, oh Mann, ey. Und alles hat in mir gesagt, nee, komm, sag doch ab, sag doch ab. Aber dann habe ich mich erinnert dran und kam zurück eben zu dem, dass ich weiß, es gibt immer Angriffe, wenn du dich aufmachst, für Jesus was zu tun, für ihn zu schwitzen, ja, schwitzen für Jesus, heute Morgen und hier, dann kommt Widerstand und es wäre komisch, wenn er nicht gekommen wäre. Also ganz ehrlich, wer hat es vielleicht schon mal erlebt von euch? Ich meine, wer hat sich schon mal aufgemacht für Jesus und dann kam aber die dicke Wolke, was weiß ich, wie die auch immer bei euch aussah. Und ich habe mich dann zusammengerissen und habe gesagt, Herr Jesus, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja? Jetzt werde ich hier geplagt von Unwilligkeit, von Krankheit, von mentaler Schwäche oder was weiß ich, depressiven Verstimmungen und Zeug und will eigentlich am Sonntag und soll am Sonntag predigen. Ja? Das passt doch irgendwie nicht zusammen, Mann. Und ich habe auch gelernt, eben, dass ich meine Gedanken gefangen nehmen muss unter dem Gehorsam Christi. Und in dem Moment war noch alles wie ein Durcheinander und Gefühle völlig konträr zu dem, was ich eigentlich machen wollte und wie ich sie haben wollte. Aber dann habe ich gesagt, Jesus, in deinem Namen, stopp mit dem ganzen Gedankenwirrwarr, hilf du mir jetzt.
Und ich musste es mehrmals wiederholen. Ich nehme jetzt die Gedanken unter deinen Gehorsam. Und dann plötzlich, nach mehrmaligen Wiederholen und wirklich willentlich, da kam dann der Friede Gottes. In Gedanken, und den spürst du dann auch einfach. Endlich sind wir wieder da, wo wir hingehören, in Gottes Hand. Und ich denke, jeden von uns betrifft das irgendwann mal, und ich kann euch nur sagen, es wirkt wirklich. Es wirkt, wenn wir unsere Gedanken willentlich unter Kontrolle nehmen und denen nicht Freiheit lassen, wo auch immer sie hinwollen. Weil das ist sehr entscheidend, wo wir nachher landen. Martin Luther sagte auch mal, du kannst nicht verhindern, dass Vögel über deinen Kopf fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest bauen. Du kannst nicht mal verhindern, dass sie drauf... Aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest bauen. Und das ist unsere Aufgabe. Liebe Astrid, dich habe ich schon gefragt, und sie hat mir Gott sei Dank zugesagt, ein Zeugnis zu geben heute Morgen, und gerade was den Willen Gottes in ihrem Leben angeht, oder eben der Wille überhaupt, was mit menschlichem Willen oder auch zu tun hat. Und wer möchte, kann sich schon mal Gedanken machen, ob ihr da eventuell auch euch noch anschließen wollt. Einfach ein kleines Zeugnis, kurz und knackig zu geben. Super für deinen Mut schon mal. Herzlichen Dank. Also, okay, du hast mich gestern gefragt. Es war auch eine Entscheidung. Genau, ich habe auch gedacht, oh nee, gibt es nicht da jemand anderen. Also, und ich hoffe, ich habe auch das Thema nicht verfehlt, weil, ja, also ich habe in meinem Leben schon viel gewollt, und ich fange mal mit dem an, was nicht gelungen ist, und auch ein Beispiel, was gut gelungen ist. Genau. Also, eigentlich in meinem Leben war es so, seit der Pubertät ungefähr, hatte ich den Willen, also ich will glücklich werden. Ja, genau, also ich will, also so wie die anderen auch alle, also ein Haus oder, ja, Familie, Kinder auf jeden Fall und einen tollen Mann und natürlich auch einen schönen Beruf. Genau, also das wusste ich, das will ich. Ja, und ich habe auch, war glaube ich auch zu Gott gebetet, soweit ich weiß, genau. Ja, und dann ging das eben so los mit den Partnern und Freunden, und dann war es halt einfach tatsächlich wie verhext. Also mein aktueller Freund war nie perfekt, also ich habe immer gesehen, oh, da gibt es jemanden, der ist noch ein bisschen besser. Und ja, dann habe ich mich doch wieder umentschieden, und ich will ja glücklich werden. Und ja, das hat sich eigentlich ziemlich lang gezogen. Ich war immer ständig unglücklich. Genau, und hat sich dann auch bis, sage ich mal, ins mittlere Alter, also über 20 hingezogen, ich immer gedacht habe, also ich finde einfach keinen Partner, der mich glücklich macht. Komisch, ne? Also, ja, ich habe festgestellt, die haben immer einen eigenen Willen und ja, eigene Hobbys und eigene Interessen. Und also, die schwirren nie 100% um mich rum. Ja, also, ich war ziemlich unglücklich, habe es denen dann auch immer gesagt. Nicht stimmt. Genau. Ja, und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, also gut, wenn das nicht klappt, ich kann ja noch studieren. Ich war dann 29 und ja, dachte, also ich habe ein schlechtes Abitur, muss ich sagen. Also, aber durch die Wartezeit konnte ich dann tatsächlich einen Studienplatz antreten. Ja, und das war auch mein Wille. Meine Familie hat gesagt, oh Astrid, überleg dir das noch. Also meinst du schaffst das? Also ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Und doch, ich will studieren, ich habe ja auch Abitur gemacht. Ja, und irgendwie war das dann tatsächlich so, es hat geklappt. Also das Studium habe ich geschafft, sogar gar nicht schlecht, also keine 1, aber mit 2, irgendwas. Und dann hat mir jemand gesagt, vielleicht wollte Gott, dass du das schaffst. Also, naja, auf jeden Fall, in der Zeit habe ich dann auch, muss ich sagen, dazu, in einem Bibelkreis, also eine Kommilitonin hat mich zum CVM geschleppt, weil ich ja so unglücklich war, und da gab es einen Bibelkreis, und ich dachte, ich gehe mit ihr da gemeinsam hin,
Aber nein, sie hat mich da nur abgeliefert und ist dann wieder gegangen. Ganz allein ins Reisen, muss mich mit so einem alten Buch beschäftigen. Also auf jeden Fall, ich dachte auch, die Bibel ist ein altes Geschichtsbuch von früher. Es kann ja schon sein, dass das da stimmt, was da steht, aber was soll ich damit? Und der Bibelkreis war dann während meiner Studienzeit total hilfreich, weil ich da echt erstmal gelernt habe, oh, da steht was drin für mich heute. Also Frage Familie, Frage Glück, was ist Glück? Ja, und irgendwie habe ich mich dann damit auseinandergesetzt und habe dann in der Zeit auch gelernt, dass Gott zu mir spricht durch die Bibel. Ne? Und auch, ja, auch, dass ich da vielleicht auch irgendwas Gebote, also dass die jetzt nicht zum Spaß da stehen, dass man auch was tun kann. Ne? Und ja, heute weiß ich auch in der Partnerschaft, ich bin jetzt glücklich verheiratet. Ich weiß auch, dass ich ihn glücklich machen darf oder lieben darf, genau. Es geht auch darum, dass ich was tue und auch mit dem Beruf. Ja, selbst im Beruf hat mir der erste Beruf mal ja nicht so Spaß gemacht, war mal schlecht, mal besser. Und ja, ich habe auch mittlerweile gelernt, es gehört Interesse dazu, Interesse an dem Beruf, Interesse etwas zu geben, zu leisten, was auch den Lohn wert ist. Also nicht nur, ich komme mal und mache halt irgendwas so. Genau, also das habe ich auch gelernt und ja, jetzt stehe ich hier, bin glücklich verheiratet. Mein neuer Beruf, der macht mal mehr, mal weniger Spaß. Am meisten Freude habe ich eigentlich, oder glücklich bin ich mit den Menschen, mit denen ich zusammenkomme, in meinem Beruf, genau. Super. Ja. Super, vielen Dank. Macht noch jemand spontan ein Zeugnis über Willen? Ja, bitte, komm nach vorne. Hi, also eigentlich mag ich nicht wie immer ins Mikro reden, aber ich war gestern bei Open Doors in Karlsruhe. Und das muss ich einfach mit euch teilen, was ich da mitgenommen habe. Ich denke, das passt da ganz gut zu deinem Thema heute. Da ging es unter anderem darum, wie wir beten, wie Jesus gebetet hat. Und da gab es zwei Teile von dem Gebet. Einmal, möge doch dieser Kelch an mir vorübergehen. Und es ist so, ich ertappe mich oft dabei, dass ich mich vor irgendwas drücken möchte, weil es unangenehm ist, weil ich nicht vorne stehen möchte. Oder andere Dinge, Schicksalsschläge, dass ich manchmal denke, Herr, warum? Aber der zweite Teil des Gebets und die Zeugen, die ihm dann auch erzählt haben, Vater, aber dein Wille geschehe, und zwar egal, was es ist. Und das war so unglaublich ermutigend, weil es manchmal in schweren Zeiten oder mit Schicksalsschlägen ist es doch einfacher, sich auf den ersten Teil zu fokussieren, warum ich, wieso ausgerechnet passiert uns irgendwas Unangenehmes oder ob es beruflich ist oder privat, aber der Wille des Vaters möge geschehen und das ist das, was uns dann auch durchbringt. Fantastisch, super. Du hast einen Teil meiner fortlaufenden Botschaft direkt schon geprägt. Dankeschön. Das ist der Beitrag. Voll gut. Weitere Beiträge? Wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Irmi. Ja, schon ein bisschen peinlich, aber es macht ja nichts. Vorgestern Abend, hatten wir hier die Fußballschule. Haben die miteinander gefeiert und ich habe mich ehrlich gesagt sehr darauf gefreut, weil ich es noch nie erlebt habe. Aber thematisch, das jetzt einfach immer wieder angerissen wurde in ganz verschiedenen Settings. Dann hatten wir abgesprochen, so, wer würde bereitstehen, mit Füße zu waschen. Habe ich mich natürlich gern gemeldet, habe mich drauf gefreut. Ja, und dann irgendwie kam es, wie es kam. Ich landete an diesem Laptop, der hier stand. Ich musste also so rumsitzen, stehen, besser gesagt, er war relativ hoch. Ich habe den Norbert gesehen und die Friede und den Joel, das war schön. Aber alle anderen habe ich nicht gesehen. Ich hatte keine Ahnung, was hinter meinem Rücken passiert.
Ja, das ging dann so eine Weile und es war auch eine Weile schön. Und wir haben übrigens, vielen Dank für eine fantastische Liedauswahl. Also ich muss sagen, das hat mir auch gut getan. Aber da ging dann so irgendwann im Lauf des Abends so ein Moment mal, eigentlich wäre ich gerne dort, würde vielleicht auch gerne jemanden mitnehmen. Und ja, solche Gedanken. Und dann dachte ich, naja, wird schon noch kommen. Aber das kam nicht und es kam nicht und es kam nicht, es kam immer noch nicht. Und ich habe dann später zum Typco gesagt, also ihr hättet da hinten Karten spielen können. Ich hätte es nicht gemerkt, ja, was hinter mir passiert. Also es war sehr, sehr seltsam. Und auf der anderen Seite war ich gezwungen, mich auch auf den Lobpreis zu konzentrieren. Genau, und irgendwann kam der Jens und hat mich abgelöst. Vielen Dank. Zwei Dinge. Der Jens, der hat diesen Dienst schon sehr, 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 sehr oft gemacht. Der wusste genau, wie sich das anfühlt. Der hat es sofort gecheckt. Das war hochinteressant. Das andere war, die Marion kam sofort, Irmi, darf ich dir die Füße waschen? Ich war zu diesem Zeitpunkt, und das muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, jetzt nicht mehr so wahnsinnig offen mir dienen zu lassen, weil ich einfach sehr im Aufruhr war. Ja, und dann hatte ich noch eine sehr lange Nacht, wo Jutta und ich, die Jutta und ich beide weitgehend schlaflos zugebracht haben, aus welchen Gründen auch immer, wir waren mucksmäuschenstill, geschlafen haben wir beide nicht. Wo so diese Gedanken kamen, ne, und ich die sortiert, versucht habe zu sortieren, dachte ich, das ist interessant. Ganz am Anfang dieser Woche, letzten Sonntag, da hatte Gott zu mir in der Betungszeit gesprochen. Er hat gesagt, Irmi, du musst aufpassen, ich bin der Herr und du dienst mir und nicht, also zuallererst mir. Und diese Woche war spannend mit sehr vielen verschiedenen Ereignissen. Und da hat er mich nochmal daran erinnert, Irmi, du musst aufpassen, du dienst zuallererst mir. Und dann kommt alles andere. Und ja, da gilt mein Wille, dein Wille und Glauben ist, wenn es sich überlagert, passt sehr gut. Also ich hatte so eine kleine Privatlektion mit Jesus und ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Also übrigens habe ich das, was ich sehr genossen habe, so im Nachhinein, als ich selber wieder sortiert war, war die vielen fröhlichen Gesichter zu sehen, einfach zu sehen, Gott war hier so am Wirken und Tun. Ich war dankbar für den Chief Code, der das ausgehalten hat, dass ich mich mal geschwind ausgekotzt habe. Aber das war, ich dachte, hey, was für eine coole Gemeinde, dass all das möglich ist, dass man sich mal klasse fühlt und mal nicht so klasse. Und wir haben einfach einen tollen Gott. Danke dir, Martin. Dankeschön. Letzte Chance. Keiner mehr? Okay. Unter manchen Stühlen klebte oder klebt immer noch ein Zettel. Guckt mal drunter oder manche haben ihn schon in der Hand, wie ich sehe. Mehr so vorne. Oder guck mal, der Nachbarstuhl eventuell hängt da. Ah, das ist noch einer. Sehr gut, sehr gut. Genau, und da steht sogar was drauf. Wenn die Person jetzt bitte einfach kurz nach vorne kommen. Da muss man wieder wollen, ne? Herzlich willkommen. Super, ein Zettel und eine Person fehlt noch. Aber wer will nicht? Oder will der Zettel nicht? Gut, wir vier sind schon mal besser als drei. Ja, wir haben hier ein paar Aussagen drauf. Ja, ich will. Und dann kommen verschiedene Aussagen. Und wer möchte, kann einfach das jetzt noch bekräftigen. Also indem er dann mit aufsteht oder sitzen bleibt, aber einfach das mitspricht.
Die Rahel spricht vor, was da drauf steht, und wir wiederholen, wenn wir das wollen. Einfach nochmal, um das auch festzumachen, was wir denn in Zukunft wollen. Habe ich uns da ein bisschen Hilfestellung gegeben. Und ich hoffe, ihr könnt da mit. Also, und wir fangen mal an. Ja, ich will mich für den guten Weg entscheiden. Ja, ich will mich für den guten Weg entscheiden. Ja, ich will mein Leben für Jesus leben. Ja, ich will mein Leben für Jesus leben. Ja, ich will Botschafter an Christi Stadt sein. Ja, ich will Botschafter an Christi Stadt sein. Ja, ich will mein Bestes geben. Ja, ich will mein Bestes geben. Vielen Dank, ihr dürft euch setzen. Was will ich eigentlich? Ich hoffe, jeder hat was mitgenommen und dein Wille ist gestärkt in die richtige Richtung. Und auch für deine zukünftigen Entscheidungen, dass du ein bisschen sensibilisiert bist, was kann ich entscheiden und was soll ich besser lassen? Oder wofür? Ja, wofür will ich mich entscheiden? Und Annike, darf ich dich noch kurz bitten? Einer der besten Ermutiger, die ich kenne, nämlich Paulus, der gibt uns da auch noch einen Rat mit aus Philipper 2, Vers 12 bis 16. Was schließen wir daraus, liebe Freunde? Ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Bei allem, was ihr tut, heute hütet euch vor Nörgeleien und Rechthaberei. Denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. Wenn Jesus Christus dann wiederkommt, kann ich stolz auf euch sein, dass ich nicht umsonst bei euch gewesen bin und mich nicht vergeblich um euch gemüht habe. Seid gesegnet und ich gebe an Schildko weiter.